Nachdem die Kogge Wissemara seit einigen Wochen ohne Mast im Hafen Wismas lag, ist nun der ersehnte Tag gekommen, an dem das Traditionsschiff einen neuen Mast bekommt. Am 14. Dezember wurde der 32 Meter lange und 8 Tonnen schwere Mast aus Douglasie gestellt. Heute ist für uns ein ereignisreicher Tag. Wir haben nach anderthalb Jahren, wo wir versucht haben, einen neuen Mast zu kriegen, nun das Ergebnis, dass wir diesen neuen Mast einfädeln in das Schiff. Die VR-Bank Mecklenburg IG unterstützte den Förderverein Pöhler Kogge mit einer Summe in Höhe von 5.000 Euro. Gerade jetzt im Corona-Jahr haben wir gesagt, wir müssen zusammenhalten. Und was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Das ist ja das Motto der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und von daher war es für uns eigentlich völlig klar, dass wir hier unterstützen. Und haben die 5.000 Euro zusammenbekommen, weil eben auch Veranstaltungen in diesem Jahr ausgefallen sind. Und wir Spenden- und Sponsoringelder noch im Topf haben. Und insofern ist die Summe von 5.000 Euro zusammengekommen, wo wir gesagt haben, also dieses Kulturgut aus dem 14. Jahrhundert oder den Nachbau, den wollen wir gerne weiterhin fördern und unterstützen. Die Douglasie, aus dem der Mast gefertigt wurde, schenkte das Landesforstamt Niedersachsen. Sonstige Unterstützungen erhielt der Förderverein durch regionale Firmen wie Warno Kran Kranservice GmbH, Pöhler Bootsbau GmbH sowie Puck Elektronik GmbH, um nur einige zu nennen. Die Pöhler Kogge ist nun wieder mit frischem neuen Mast zu bestaunen.